Tag und schön, dass du wieder mit dabei bist. Ja, heute kommt ein Video, das von dir oder von euch angefragt wurde. Und zwar ein Frage- und Antwort-Video. Ich weiß noch nicht so genau, wie ich es nennen soll, weil ich ja eigentlich nicht so der Fan von diesen Mainstream-Namen bin. Entweder habe ich mir jetzt da oben schon was total Kreatives, Tolles einfallen lassen, oder ihr dürft mir sehr gerne behilflich sein bei einer oder bei der Suche nach einem tollen, kreativen Namen für so eine Art von Videoformat. Und ja, die liebe Jule Düsterland, jetzt weiß ich auch, wie sie auf Instagram heißt, nämlich Flatinchen, hat mich unter einem meiner letzten Videos gefragt, ob ich denn schon mal so ein Video gemacht habe und ob ich da generell Lust drauf hätte. Und dann dachte ich mir so, nee, habe ich noch nicht gemacht, weil ich einfach nicht wusste, ob euch das interessiert, ob das irgendwie angefragt ist und ob da überhaupt dann jetzt auch mal einer eine Frage stellt, weil es wäre total peinlich, wenn ich sage, Hi, ich bin's, Desiree, ich bin voll Fame und so. Und ja, wenn ihr jetzt an mich, ne, hier Promi Deluxe, irgendwelche Fragen habt, ja, dann schreibt mir doch. Und dann antwortet mir keiner. Das wäre etwas peinlich gewesen. Aber ich war doch sehr überrascht, wie viele Fragen reingekommen sind. Und an dieser Stelle ein herzliches Dankeschön an jede von euch. Ich glaube, es waren nur Ladies, die mir eine Frage geschickt haben. Ich habe mich sehr gefreut. Und ja, es gab dann doch die ein oder andere Frage, die mich sehr gefordert hat und über die ich doch schon eine Weile nachdenken musste und mir auch ein paar Notizen gemacht habe. Und deswegen würde ich sagen, nicht schlang schnacken, Kopi nacken, wir fangen dann jetzt mal an. So, ich habe auf Instagram und Facebook gefragt, aber die meisten Fragen kamen über Instagram rein. Was ist los, Mädels, da von Facebook? Hab da keine Lust gehabt, hab das nicht gesehen, bin ich total uninteressant. Nee, Spaß beiseite, aber ne, wenn da so fast gar keiner auf Facebook in Interaktion mit mir ist, dann kann ich mir ja auch irgendwie überlegen, das sein zu lassen, weil es ist ja nur zusätzliche Arbeit für mich. Wisst ihr, was ich meine? Ja, weiß ich nicht. Steht ihr mehr auf Instagram? Frage an euch. Frage- und Antwort-Video, ne? Heißt ja hier nicht, wer wen fragt. So, okay. Die erste Frage kam von der lieben Lucky 0170. Auf YouTube heißt sie Tabea, sie dreht auch selbst Videos. Hallo, liebe Tabea, ich habe mich sehr über deine Frage gefreut. Und liebe Grüße gehen an dich. Du hast mich gefragt, warum hast du mit YouTube angefangen? Drogerie oder High-End? Hast du Geschwister? Welches Tier ist dein Liebstes? So, und die Frage, warum ich mit YouTube angefangen habe, hat mich auch Stefanie Hermes auf Facebook gefragt. Und das war auch die einzige Frage auf Facebook, die reinkam. Aber auch die Stefanie dreht Videos hier auf YouTube. Ich kann jetzt leider nur nicht hundertprozentig sagen, wie ihr Kanal heißt. Ich glaube auch irgendwas mit Büchern und Beauty. Kannst dich ja gerne unten mal melden, damit dann vielleicht auch die anderen mal bei dir vorbeischauen. So, also die beiden Mädels haben mich das gleiche gefragt. Warum hast du mit YouTube angefangen? Und das ist eine sehr gute Frage. Also ich habe schon sehr, sehr lange als reiner Zuschauer einfach YouTube geguckt, Beauty-Videos, und habe mich zu der Zeit auch sehr, sehr stark anfixen lassen und kam so in den Flow, mich mit Beauty zu beschäftigen und mir eine Sammlung aufzubauen. Und ja, mir hat das Videogucken auch echt richtig Spaß gemacht, aber ich war immer ziemlich frustriert,
wenn ich den YouTubern, die ich geschaut habe, Kommentare geschrieben habe oder Nachrichten und ich nie eine Antwort bekommen habe. Ich mache da nicht unbedingt jedem einen Vorwurf draus, weil ich glaube, ab einer bestimmten Anzahl Abonnenten ist es einfach ziemlich schwierig, da hinterherzukommen. Aber es hat mich einfach frustriert. Ich wollte mich austauschen, ich wollte über Beauty-Produkte sprechen und über Marken und über LEs und einfach jemanden haben, mit dem ich mich über Beauty austauschen kann, weil es einfach ein sehr großes Hobby und Interessengebiet von mir geworden war. Ja. Und auf diesem Wege, durch die Kommentare, hat das halt eben leider einfach nicht wirklich funktioniert. Gut, ich hätte wahrscheinlich mich auch in diversen Foren anmelden können oder auf Blogs und mich da, ja, irgendwie, also da versuchen können, mich auszutauschen. Aber das war nicht so mein Ding. Und aus diesem Grund habe ich mir gedacht, okay, versuchst es einfach mal. Du quatschst sehr viel und gerne und eben auch dann über Beauty. Vielleicht interessiert es ja jemanden und vielleicht ist jemand da draußen, der genauso gerne über Schminke etc. spricht und der sich gerne mit mir austauschen möchte. Denn in meinem Freundeskreis, muss ich sagen, waren jetzt keine Mädels, die sich so intensiv mit dem Thema beschäftigt haben. Für die war Schminke einfach eher zweckmäßig. Und deswegen, ja, hat mir einfach so die Ansprechperson gefehlt, das Austauschen. Und ja, das ist eigentlich der Grund, weswegen ich auf YouTube angefangen habe. Und das ist nach wie vor der einzige Grund, weswegen ich das hier mache. Einfach, weil ich gerne über Schminke quatsche, über Beauty, Lifestyle und eben auch ein bisschen Fashion. Ist jetzt nicht so der Hauptschwerpunkt hier bei mir auf dem Kanal, aber eben auch. Und ja, das ist mir wirklich das Wichtigste. Das mag man mir jetzt glauben oder nicht. Die Abonnentenzahl an sich ist mir eigentlich wirklich scheißegal. Mir ist einfach nur wichtig, dass Leute da sind, die sich mit mir austauschen. Ob das jetzt 10 Leute sind, die sich rege unter jedem Video mit mir austauschen. Oder eben 10.000. Das ist mir eigentlich relativ egal. Mir geht es um den Austausch. Ich bin nicht hier, weil ich mich hier hinsetze und sage, so, ich bin the shit, ich habe so was von drauf, ich habe die Ahnung und bin the one and only, sondern ich habe mich eigentlich ursprünglich hier hingesetzt, weil ich eben auch Tipps von anderen wollte. Und ich frage euch ja auch manchmal, Mensch, Mädels, ich suche das und das Produkt oder dieses und jenes Problem habe ich, könnt ihr mir da was empfehlen? Wisst ihr, woher ich das Produkt noch bekomme, was aus dem Sortiment gegangen ist, etc. pp. Und da würde ich mir gerne noch mehr Rückmeldungen wünschen, weil eben das genau der Grund ist, weswegen ich das hier mache. Ich bekomme Rückmeldungen, ich will jetzt hier nicht meckern, um Gottes Willen, mein Gott, ja. Ich bekomme Rückmeldungen und ihr habt mir auch schon viele gute Tipps gegeben. Aber das ist eigentlich das, worauf ich den Schwerpunkt lege und was mir wichtig ist. Der Austausch und ja, einfach das Teilen eines gemeinsamen Interessengebiets. So, jetzt habe ich schon 10 Minuten für die erste Frage verschwendet quasi. Das kann ja was werden. Ich hoffe, ich kann mich in Zukunft ein bisschen kürzer halten. So, Drogerie oder High-End? Wieder so ein Thema, wo ich wahrscheinlich jetzt eine Stunde drüber quatschen kann. Also, zu Beginn meiner YouTube-Zeit, wo ich geschaut habe, habe ich ja gesagt, ich habe mich viel anfixen lassen von allem Möglichen. Da waren meine wirtschaftlichen Verhältnisse, sage ich jetzt mal, auch noch ein bisschen anders. Da war ich noch in der Ausbildung und hatte nicht so viel Geld zur Verfügung und habe deswegen sowieso größtenteils eher aus der Drogerie gekauft. Und jetzt mittlerweile ist es so, dass ich mehr oder weniger von den meisten dekorativen kosmetischen Produkten aus der Drogerie die Schnauze voll habe. Ich kann euch auch gar nicht so richtig sagen, woran das liegt. Es liegt zum einen daran, dass ich das Gefühl habe, es wiederholt sich irgendwie alles.
Ich habe das Gefühl, dass bei vielen Sachen einfach die Qualität nicht stimmt. Entweder, dass sich zum Beispiel Lippenstifte fleckig auftragen oder verschmieren, auslaufen, ausbluten, nicht lange halten. Oder auch Lidschatten nicht gut pigmentiert sind oder nicht so viel Farbvariation da ist, wenn ihr versteht, was ich meine. Ich will auf keinen Fall sagen, dass jetzt alle Produkte aus der Drogerie schlecht sind und High-End ist the one and only. Das muss jeder für sich selber entscheiden. Es gibt auch nach wie vor Produkte aus der Drogerie, von denen ich überzeugt bin. Zum Beispiel von meinem Catrice Gel Eyeliner, nicht Gel Eyeliner, Dip in Eyeliner. In Dating Joe Black. Das ist zum Beispiel ein Produkt, von dem bin ich absolut überzeugt. Das würde ich mir immer wieder nachkaufen. Es gibt gute Puder aus der Drogerie. Es gibt in manchen LEs auch tolle Blushes zum Beispiel. Aber da ich ja eher, habe ich glaube ich in meinem Beauty-Inventur-Video gesagt, so den Fokus lege auf Lippenstifte, Blushes, Pigmente und was war das noch? Paletten, genau. Habe ich einfach das Gefühl, dass ich in dem etwas höherpreisigeren Segment mich mehr austoben kann, da mehr Produkte auf dem Markt sind, die mich ansprechen und auf die ich Lust habe. Das muss jetzt auch nicht unbedingt alles Chanel sein, Dior, MAC, Laura Mercier oder was auch immer. Das kann zum Beispiel auch Kiko sein, ja? Also ich finde, auch Kiko macht ganz, ganz tolle Produkte, sehr, sehr innovative Produkte, tolle Themen-LEs mit super Verpackung und überhaupt. Also es muss nicht direkt super teuer sein, aber ich habe schon gemerkt, dass ich doch eher in die etwas teurere Richtung tendiere und mehr mein Augenmerk auf Qualität lege. Wo eben dahingestellt bleibt, sind die Sachen in der Drogerie nicht auch qualitativ hochwertig. Aber für mich ist es einfach so, dass ich gerne jetzt bereit bin, meine Sammlung an sich zu reduzieren und beispielsweise nicht für 25 Euro 5 Teile aus einer P2-LE zu kaufen, sondern lieber ein gutes, hochpreisigeres Produkt mir kaufen möchte, wie zum Beispiel der Urban Decay Naked Skin Concealer, der mich sehr interessiert. Ja, so viel zum Thema Drogerie und High-End. Das ist sicherlich ein Thema, wo ich noch viel, viel mehr zu sagen könnte. Mein Fazit ist einfach, ich orientiere mich eher in die jetzt etwas höherpreisigere Region und kaufe dafür weniger und ausgewählt. Aber wie jeder das handhabt, da verurteile ich keinen für. Das muss jeder für sich selbst entscheiden. So, weiter geht's im Text. Die nächste Frage war: Hast du Geschwister? Ja, ich habe Geschwister, 2 Stück. Ich habe einen älteren Halbbruder und einen jüngeren Bruder. Ja, also ich bin quasi das einzige Mädchen. Welches Tier ist dein Liebstes? Also wenn es um Fabelwesen geht, sind es ganz klar Meerjungfrauen, wenn man das als Tier bezeichnen kann, Einhörner und Froschkönige. Wenn es um echte Tiere geht, dann Katzen. Und wenn es um echte Tiere geht, aber nicht in ihrer echten Form, sondern eher so in verniedlichter oder comic-mäßiger Form, dann sind es Eulen. Also so echte Eulen sind jetzt nicht so meine Lieblingstiere, aber Eulen auf Tassen, in Schmuck verarbeitet, auf Bildern finde ich ganz toll. Ich hoffe, ihr könnt mir folgen. Ja, ich bin da immer ein bisschen speziell. So, Sweet Summer Pink fragt mich, ist übrigens auch schon sehr, sehr lange bei mir mit dabei, macht leider keine Videos mehr. Ich würde mich sehr freuen, Süße, wenn du mal wieder Videos drehst. Ja, ich vermisse dich nämlich hier auf YouTube. Okay. Sie hat mich gefragt, folgst du eher deinem Kopf oder deinem Gefühl? So, wer mich kennt, würde jetzt bei dieser Frage sicherlich direkt schreien,
Desiree ist ein Kopfmensch. Und das ist auch so. Also ich bin eher so ein sehr überlegter Mensch, der, bevor er eine Entscheidung trifft, sehr, sehr viele Perspektiven einnimmt und sehr, sehr viele Variationen durchdenkt. Also ich bin schon generell einfach nicht nur, was Entscheidungen angeht, ein großer Kopfmensch. Ich hinterfrage viel, ich lese viel zwischen den Zeilen, ich reflektiere mich auch viel und hinterfrage vieles und ja, bin generell ein sehr großer Kopfmensch, aber wenn es um Gefühle geht, bin ich ein typischer Krebs. Wenn ich zum Beispiel mich einmal in jemanden verliebt habe oder einmal einer Freundin beispielsweise wirklich mein komplettes, hundertprozentiges Vertrauen anvertraut habe, dann ist das typisch für den Krebs eine sehr, sehr feste, innige Bindung. Der Krebs ist einfach so, bei ihm passiert das nicht oft und auch nur bei sehr, sehr ausgewählten Personen, dass man sie nah an sich ranlässt beispielsweise. Wenn das dann aber so ist, dann mit Haut und Haar. Ja, vielleicht. Ich hoffe, ich konnte deine Frage auf die Art und Weise zufriedenstellend beantworten. So, nächste Frage. Bist du abergläubisch, beziehungsweise glaubst du an Geister, Verschwörungstheorien, Außerirdische? Ich würde sagen, jein. Also jetzt, wie soll ich sagen? Es ist echt eine Frage, die für mich schwierig zu beantworten ist. Also ich bin ein Mensch, der von sich selbst behauptet, dass er so eine Art siebten Sinn hat. Ich bin auch schon doch leicht esoterisch veranlagt. Also ich interessiere mich auf jeden Fall für Sternzeichen. Nicht dieser tägliche Horoskop-Quatsch-Scheiße in der Brigitte oder sowas. Ja, das nicht, sondern wirklich wissenschaftliche Astronomie. Was jetzt Sternzeichen, Sternkonstellationen, Planeten, Aszendenten und sowas angeht, wirklich aber auf professioneller Schiene, finde ich sehr, sehr interessant. Und glaube ich auch dran, sag ich jetzt mal. Ich finde, die Sterne beeinflussen uns auf jeden Fall. Alleine der Mond, ne? Schlafwandeln, schlecht schlafen, Stimmungsschwankungen und so weiter, ist, finde ich, ein sehr, sehr anschauliches Beispiel dafür, dass Planeten, Sterne, was auch immer, Einfluss auf uns haben. In welchem Ausmaß auch immer, ja? Also das muss ja jeder für sich selber wissen. Ich interessiere mich dafür und wenn es professionell abläuft und jetzt nicht irgendein Scharlatan-Scheiß auf AstroTV, dann finde ich das auch durchaus reizvoll und interessant. Ich habe zum Beispiel auch bei mir zu Hause Tarotkarten und habe wirklich auch ein Buch, das jetzt nicht von irgendeinem Brigitte-Autor als oder Redakteur als Bestseller betituliert wurde, sondern wo halt eben auch, ich sag jetzt mal, professionelles Wissen vermittelt wird, wie man solche Karten legt, wie man das genau, ich sag mal, auswertet und bewertet und beschäftige mich da zwar jetzt in letzter Zeit eigentlich gar nicht mehr mit, weil ich einfach die Zeit nicht habe, aber es interessiert mich. So, Geister ist so eine Sache. Ich möchte nicht ausschließen, dass es was zwischen Himmel und Erde gibt, wisst ihr, wie ich meine? Also ich bin zwar Christin, aber keine besonders gläubige Christin, aber ich möchte eigentlich Religion und so ein Zeugs von meinem Kanal fernhalten. Das ist so ein Thema für sich, Religion und Politik, das ist nicht mein Kanal hier. Aber ich glaube schon, andersrum. Ich möchte nicht ausschließen, dass es sowas gibt wie Geister, aber ich würde mich jetzt auch nicht darauf versteifen. Wisst ihr, was ich meine? Ich bin da eher so offen.
Ich bin offen für diese Dinge und sage nicht grundsätzlich so, boah, Schwachsinn, Scharlatane, ja. Und sage aber auch nicht, doch, Geister gibt's auf jeden Fall und hundertprozentig, ich bin mir da sicher. Ich bin da eher offen für. Ich mache mir so mein eigenes Bild und ja. Außerirdische, das Universum ist einfach sehr, sehr groß. Und wenn, also unendlich einfach, ja, das ist einfach schon eine Tatsache, die kann sich keiner von uns wirklich vorstellen. Das Universum ist unendlich. Und wenn wir uns überlegen, es gab einen Zufall, einen großen Zufall, aus dem wir entstanden sind. Und wenn wir überlegen, das Universum ist unendlich, ja, dann wird es sicherlich irgendwo in diesem riesigen, unendlichen Universum nochmal so einen Zufall gegeben haben. Also das glaube ich schon. Ob das jetzt so intelligente Wesen sind wie wir oder ob die noch intelligenter sind, ob die uns beobachten oder, weiß ich nicht, als Gestaltenwandler unter uns sind, ja, keine Ahnung, weiß ich nicht. Aber es wäre einfach meiner Meinung nach sehr engstirnig zu behaupten, es gibt keine außerirdische Lebensform, in welcher Art und Weise auch immer. Das können auch irgendwelche Einzeller sein, ja, oder was weiß ich, ja, ihr wisst sicherlich, was ich meine. Das ist zumindest meine Einstellung dazu. Verschwörungstheorien, ja, wisst ihr, also ich meine, ich glaube schon, dass Regierungen aus welchem Land auch immer Forschungen betreibt, die jetzt nicht unbedingt eins zu eins immer direkt zu 100% an die Bevölkerung weitergegeben und veröffentlicht wird. Ich glaube schon, dass einiges im Untergrund passiert und dass sicherlich sowohl in der Politik als auch, weiß ich nicht, bei der Raumfahrt oder bei anderen Forschungseinrichtungen, keine Ahnung, gewisse Ergebnisse, Geschehnisse oder was auch immer vertuscht werden. Ja, aber ich steigere mich da jetzt nicht rein. Ich bin da einfach sehr, ich sag mal, Realist. Ich erzähle ja auch nicht alles meinem Nachbarn. Wisst ihr, wie ich meine? Also, nee. Alleine schon, um Panikmache zu vermeiden, werden ja ganz viele Informationen einfach nicht bis zum kleinen Mann weitergegeben. Also, ich glaube schon, dass an dem einen oder anderen was dran ist. Aber es ist jetzt nicht meine Lebensaufgabe, eine solche Verschwörungstheorie aufzudecken, wenn ihr wisst, was ich meine. So. Weiter geht's. Sie fragt mich, was war das Verrückteste, was du je erlebt hast? Tja, das verrückteste Erlebnis, das ich bisher jemals hatte, ist leider kein besonders positives. Und zwar hat das auch wieder so ein bisschen mit dieser esoterischen siebten Sinngeschichte zu tun. Einige von euch, die mich schon länger gucken, wissen vielleicht, dass ich vor anderthalb Jahren im Sommer mit meiner Studiengruppe vom Studium nach Oświęcim, also Auschwitz, nach Polen gereist bin, um dort eine Woche lang das Ganze zu besichtigen und zu besprechen, zu bearbeiten. Und wir waren unter anderem eben auch, also Auschwitz besteht aus mehreren Teilen und wir waren wirklich auch in diesem Vernichtungslager. Und ich stand auch in einer Gaskammer drinne und auch auf diesen großen, sehr, sehr weitläufigen Plätzen, wo die Leute sortiert worden sind nach Vergasen oder dürfen überleben und für uns arbeiten. Und das mag sich total bekloppt anhören, aber als ich auf diesem Platz stand und auch in dieser Gaskammer stand,
ich hatte das Gefühl, diese ganzen Seelen von damals sind noch da. Also irgendwas war um mich herum, jetzt nicht in Form von, dass mich was angefasst hat oder dass ich was gehört habe, sondern ganz, ganz schwer ist das zu beschreiben. Ich habe so eine Art Aura gespürt oder so eine Art, ich weiß gar nicht, wie ich das erzählen soll. Also meine Wahrnehmung war auf jeden Fall sehr, sehr intensiv. Und man hatte so ein leicht bedrückendes Gefühl, dass man gedacht hat, diese ganzen Seelen, die hier gestorben sind, sind noch an diesem Ort und finden keine Ruhe. Und ja, das war einfach irre. Ich höre mich wahrscheinlich auch irre an, aber ja, ich kann das gar nicht so wiedergeben, wie es für mich gewesen ist und wie ich es erlebt habe. Ja, für den einen mag das jetzt hier wieder esoterischer Humbug sein und die Alte quatscht von irgendwelchen Auren und sowas. Ist mir egal. Es war so und es war einfach ein sehr, sehr eindrucksvolles Erlebnis, was ich so noch nie in meinem Leben hatte. Und ich kann nur jedem von euch empfehlen, der nicht zart besaitet ist, sag ich jetzt mal, wirklich die Reise auf sich zu nehmen und dorthin zu reisen. Es ist auf jeden Fall, was die Persönlichkeitsentwicklung angeht, ein sehr, sehr eindrucksvoller Ort. Ja, er hat mich auf jeden Fall geprägt. Ich bin immer noch dabei oder habe mir immer noch vorgenommen, mit dem Material, das ich gesammelt habe, ein Video darüber zu machen, aber es ist einfach so, so aufwendig, dass ich nicht weiß, ob ich diese Lebensaufgabe jemals fertigstellen werde. Aber ja, das war sozusagen das verrückteste Erlebnis, das ich bisher in meinem Leben hatte. Gut, weiter geht's. Und zwar fragt sie mich, wenn du dein eigenes Land hättest, welche Gesetze würdest du bestimmen? Ich habe ja eben schon gesagt, Religion und Politik ist eigentlich etwas, was ich von meinem Kanal fernhalten möchte. Ich finde, das passt einfach hier nicht zu meinem Kanal. Und da hat einfach jeder so das Recht, seine individuellen Vorstellungen auszuleben und zu vertreten. Aber was ich auf jeden Fall machen würde, wenn ich ein eigenes Land hätte, wäre ein Waffenverbot einzuführen, beziehungsweise alle Waffen auf der Welt komplett abzuschaffen. Weil ich einfach der Meinung bin, ja, wir brauchen uns nicht selbst zerstören. Man kann sich auch mit anderen Waffen auseinandersetzen und Konflikte lösen. Eigentlich braucht die Welt keine Waffen. Ja, das wäre so das, wo ich sage, das würde ich auf jeden Fall bestimmen, dass es auf der Welt keine Waffen mehr geben soll. Ja, alles Weitere, natürlich gibt es da noch andere Ideen zu, aber das ist mir einfach zu politisch und zu kontrovers diskutierbar, als dass ich jetzt das hier einfach außen vor halten werde. Ich hoffe, du bist mir nicht sauer, aber ja, das würde einfach ausarten und das möchte ich nicht. Ja, ich bin für Frieden auf der Welt zumindest. Gut, als nächstes fragt mich Beauty by Simone. Hallo liebe Simone, auch über deine Frage habe ich mich sehr gefreut. Welche Superkraft würdest du am liebsten haben? Was würdest du deinem 14-jährigen Ich sagen? So, Superkraft, ja. Also, ich glaube, als allerliebstes würde ich gerne schnell reisen können. Also sowas wie beamen oder auch wenn ich schnell fliegen könnte. Auf welche Art und Weise, wie und wo, wäre mir ziemlich egal. Oder ob ich so ein Jumper wäre oder so ein Flash, ich habe keine Ahnung. Aber es gibt einfach liebe Menschen, sowohl eben die Familie von meinem Freund als auch zum Beispiel Manuela, die sehr, sehr weit weg wohnen von mir und die ich einfach gerne öfters sehen würde und auch einfacher erreichen würde.
Oder eben auch Länder, die ich gerne bereisen würde. Da kommen wir später noch zu. Da kam nämlich auch eine Frage rein, die sehr, sehr weit weg sind. Und ich fände es wirklich ziemlich cool, glaube ich, wenn ich schnell reisen könnte, auf welche Art und Weise auch immer. Außerdem wäre es manchmal schon echt cool, wenn man die Gedanken anderer Menschen lesen könnte oder hören könnte. Ich glaube, das ist auf jeden Fall was, was positive und negative Aspekte hat. Und ich glaube, ich würde es auch nicht dauerhaft wollen, aber in manchen Situationen würde ich das doch schon echt gerne können. Außerdem würde ich auch gerne unter Wasser atmen können. Ihr wisst, ich stehe total auf Meerjungfrauen und vor Tauchen habe ich einfach zu sehr Schiss, weil ich einfach Angst habe, dann da in 50 Meter Tiefe zu ersticken. Deswegen wäre, glaube ich, auch unter Wasser atmen ziemlich cool. Ja. Okay, dann hat sie mich noch gefragt, was würdest du deinem 14-jährigen Ich sagen? Ich würde meinem 14-jährigen Ich sagen, such dir auf jeden Fall eine Sportart als Hobby. Ich bin nämlich leider ein sehr unsportlicher Mensch und ein sehr tollpatschiger Mensch. Wenn ich versuche, Sport zu treiben, dann breche ich mir irgendwas, knicke um oder ne, krieg eine Prellung, eine Dehnung, eine Dehnung, eine Zerrung oder was auch immer. Und ja, wäre gerne sportlicher und ich glaube, so die Grundzüge der Sportlichkeit werden im Jugendalter gelegt. Und ich wollte damals unheimlich gerne Basketball spielen oder auch reiten. Und irgendwie habe ich es nie umgesetzt. Und das ärgert mich doch jetzt sehr. Klar, könnte ich damit jetzt auch anfangen, ich weiß. Aber es geht ja darum, was ich meinem 14-jährigen Ich sagen würde. Und dem würde ich auf jeden Fall sagen, Mädel, such dir eine Sportart, die dir Spaß macht, als Hobby. Dann würde ich meinem 14-jährigen Ich sagen, dass ich mehr Zeit mit meiner Uroma verbringen soll. Als sich meine Eltern damals getrennt haben und ich bei meinem Vater gelebt habe, habe ich meine Uroma mütterlicherseits leider nicht mehr so viel gesehen, weil ich bei meinem Vater eben auf dem Land gelebt habe, sag ich mal, ein paar Jahre und meine Oma eben in Köln gewohnt hat und als 14-jähriges Mädchen, ja, kann man halt nicht einfach so ständig in die Stadt aus dem Land. Da hat man sich eher dort aufgehalten. Und ja, jetzt ist sie leider verstorben seit ein paar Jahren. Und sie war eigentlich ein Mensch, der mir sehr, sehr wichtig war. Und deswegen würde ich mir, glaube ich, sozusagen auferlegen, dass ich doch mehr Zeit wieder mit ihr verbringen soll und es auf jeden Fall möglich machen soll, sie öfters zu sehen. So, dann, ja, war es das ja schon? Habe ich die Frage jetzt auch beantwortet? Als nächstes hat mich die X, Eugenie X, auch vielen Dank an deine Fragen, gefragt. Deine Lieblingskosmetikmarke, wenn du dich entscheiden kannst, nur eine. Assi, ich weiß. Und auch noch andere Fragen, aber die gehe ich später an. Ja, das ist wirklich ziemlich assi. Eine Kosmetikmarke. Boah, das ist echt ziemlich schwierig. Das Problem ist ja, es gibt ja bei jeder Kosmetikmarke so gewisse Kategorien, die besser sind. Also beispielsweise würde ich sagen, wenn man jetzt Catrice betrachtet, machen die gute Lidschatten. Vielleicht auch die ein oder andere gute Mascara, aber vielleicht beispielsweise sind die Kajalstifte nicht toll und die Nagellacke nicht. Und dann hast du aber beispielsweise Essence, da findest du die Puder ganz toll, aber die Foundation ist Schrott. Und deswegen eine Marke, von der ich
alles nur noch benutzen würde, ist echt schwierig zu finden. Aber ich würde, wenn ich mich entscheiden müsste, wahrscheinlich Urban Decay wählen, weil ich habe noch nicht alle Produktkategorien von Urban Decay ausprobiert, aber ich höre sehr Gutes oder sehr viel Gutes über die Concealer, über die Foundation, über Mascara, über die Lidschatten natürlich, über die Bases, Eyeshadow Bases, über die Setting Sprays. Und deswegen ist es so eine Marke, wo ich denke, okay, das wäre wahrscheinlich so die Marke, mit der ich ausschließlich leben könnte. Aber hundertprozentig kann ich dir die Frage leider nicht beantworten, weil ich eben nicht von einer Marke alles kenne und alles wirklich ausnahmslos für gut befinde. Ja, gut. Dann hat sie mich gefragt, Länder, die du noch besichtigen möchtest. Ja, auf jeden Fall Amerika. Ich möchte gerne nach England, ich möchte gerne nach Schottland, ich möchte gerne Schweden besichtigen und Irland, ich möchte gerne nach Japan, ich möchte gerne nach Frankreich, obwohl Frankreich war ich ja schon, aber da würde ich gerne nochmal hin. Ich würde gerne wahrscheinlich auch gerne nach Thailand. Also es gibt schon wirklich einige Länder noch, die auf meiner Wunschliste stehen, sage ich jetzt mal, dass ich sie besuche. Und deswegen, ja, habe ich noch einiges vor mir, nicht wahr? Okay, ich hoffe, ich habe deine Frage zufriedenstellend beantwortet. Die nächste Frage, wenn Drogen legal wären, welche würden dich interessieren? Wie kommt man auf so eine Frage? Aber sehr cool. Okay, wenn Drogen legal wären, welche würden mich interessieren? Okay, dazu muss ich jetzt erstmal sagen, ich habe in meinem Leben noch nie illegale Drogen zu mir genommen. Das könnt ihr mir jetzt glauben oder lassen. Also ich habe auch nicht als Jugendliche irgendwann mal gekifft, wo man ja, oder wo die meisten sagen, ja, das hat doch jeder mal probiert. Nein, ich nicht. Ich habe noch nie in meinem Leben gekifft und ich habe auch noch nie in meinem Leben andere Drogen zu mir genommen. Jetzt wird wahrscheinlich auch wieder irgendwer sagen, ja, sagst du bestimmt nur, weil du jetzt hier auf YouTube bist und dich hier Leute sehen und die dich voll verklagen könnten oder du voll das Vorbild bist und so. Nein, ich sage hier nichts als die Wahrheit und wie immer könnt ihr das glauben oder könnt es sein lassen, aber es ist so. Ich habe noch nie illegale Drogen zu mir genommen. Und bei den legalen Drogen ist es sogar schon so, dass ich sehr, sehr anti bin. Also ich bin zwar, also ich trinke zwar ab und zu auch mal Alkohol, so ist es nicht, aber ich lehne Alkoholismus zum Beispiel ganz, ganz stark ab und ich lehne es auch ganz, ganz stark ab, dass man sich betrinken muss. Ich habe nichts dagegen, wenn ich jetzt auf einer Feier bin, auf einem Geburtstag, Silvester, Weihnachten oder was auch immer, mal zum Beispiel ein Gläschen zu trinken oder auch zwei oder drei oder vier, aber da unterstütze ich das Statement oder die Aussage der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung, kenn dein Limit. Und das ist auch mein Slogan. Ich war in meinem Leben noch nie wirklich sowas von hoffnungslos betrunken, dass ich nicht mehr gewusst habe, was ich getan habe, dass ich einen Filmriss hatte, dass ich nicht mehr wusste, neben wem ich am nächsten Morgen aufgewacht bin oder sonstiges. Es gab mal eine einzige Situation an Karneval, da war ich wirklich gut dabei. Da war ich wahrscheinlich schon stark angetrunken, aber ich war noch nie komplett besoffen. Und da bin ich auch schon stolz drauf, weil ich finde, das ist auch nichts, worauf man stolz sein kann, wenn man komplett in seiner eigenen Kotze liegt am nächsten Morgen. Und was Zigaretten angeht, bin ich noch viel schlimmer. Ich bin
wenn man mich privat kennt, ein sehr, 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 sehr großer und starker Anti-Raucher. Also, ich habe was gegen Rauchen. Ich habe nicht nur was gegen Rauchen, weil es stinkt, weil es teuer ist, weil es gesundheitsschädigend ist, sondern mich stört's. Also ich kann es nicht leiden. Bei den Leuten, die mir wichtig sind, akzeptiere ich es. Aber wenn ich es vermeiden kann, mich mit Leuten zu umgeben, die rauchen, dann tue ich das. Denn ich bin, glaube ich, der größte Anti-Raucher auf dieser Welt. Ich bin sozusagen, ne, der Antichrist, der Anti-Raucher der Zigarette. Also, ne, der Antichrist der Zigarette oder der Antagonist der Zigarette. Ich, nee. Finde ich ganz, ganz furchtbar. Und es fällt mir sehr, sehr schwer, es zu akzeptieren, wenn Leute rauchen. Also, ich habe da wirklich ein persönliches Problem mit. Ich weiß, es ist wahrscheinlich total bulli, ja, aber ich habe da wirklich ein Problem mit. Und es wird mir sehr, sehr schwer zu akzeptieren, wenn beispielsweise meine beste Freundin oder mein Freund oder wer auch immer raucht. Ja, so ist es. Und von dem her, denke ich mal, hat sich deine Frage erübrigt. Also selbst wenn Crystal Meth oder Kokain oder LSD oder was es da nicht alles gibt, legal wäre, nee, mir würde im Traum nicht einfallen, da irgendwas von zu nehmen. Wirklich nicht, ist mein absoluter Ernst. Ich habe mich im Rahmen meines Studiums natürlich auch mit Drogen befasst. Gehört ja zum sozialen Bereich mit dazu, weil wir auch als Sozialarbeiter in Drogenberatungsstellen zum Beispiel oder in der Drogenprävention eingesetzt werden. Und natürlich, wenn man dann so hört, was die Wirkungsweisen von Drogen oder von bestimmten Drogen sind, ist es irgendwie interessant, weil diese Wirkungsweisen, die diese Drogen haben, teilweise einfach so krass sind, dass man sich das gar nicht so richtig vorstellen kann. Aber ich habe so großen Respekt und so große Achtung und auch teilweise Angst wahrscheinlich vor Drogen, vor einer Abhängigkeit, vor dem Hängenbleiben auf bestimmten Drogen und eine Psychose zu entwickeln oder was auch immer, dass das für mich überhaupt nicht in Frage kommt. Also so gar nicht, ja? Ja, nee, also interessante Frage, auf jeden Fall, aber da bin ich total die falsche Ansprechperson für dich. Ja, tut mir leid. Da musst du vielleicht mal jemand anderes fragen. Vielleicht kommen da andere interessante Antworten raus, aber bei mir so gar nicht. Also so überhaupt gar nicht. Ja, nächste Frage. Feiern gehen oder doch lieber Netflix und Couch? Das ist ganz einfach. Couch und Amazon Prime. Netflix habe ich nicht, also ich habe kein Abo von Netflix. Wir nutzen Amazon Prime. Und wenn ich die Wahl hätte, auf die Piste zu gehen oder schön gemütlich mit einer Tasse Tee und einer Decke und gutem Essen auf meiner Couch zu liegen und mit meinem Schwarzi-Pupsi-Hasi-Mausi-Bärchen beispielsweise Vampire Diaries zu gucken, dann ist die Frage oder ist diese Angelegenheit ganz schnell geklärt. Couch Potato. Ja, von nix küt ja auch nix, ne, Mädels? So, nächste Frage. Absolute Lieblingsfarbe. Lila, weil ich finde, lila oder wie man ja eigentlich als Fachmann sagt, violett ist sehr wandlungsfähig, finde ich. Denn das kann ja von rot-violett bis zu blau-violett gehen. Und ich finde, deswegen ist violett eine sehr spannende Farbe. Und weil ich ja auch grüne Augen habe, finde ich, ist violett eine Farbe, die mir sehr, sehr gut steht. Und ja,
Lila ist einfach toll. Violett ist meine Lieblingsfarbe. Ja, absolut. So, weiter im Text. Jetzt geht's weiter mit der Heike Elsing. Auch dir danke ich für deine Frage. Hat mich sehr, sehr gefreut, dass du dich beteiligt hast. Und zwar hat sie mich gefragt, was löst in dir den Impuls im Drogeriemarkt aus, genau dieses Produkt jetzt haben zu wollen? Auch sehr, sehr spannende Frage, liebe Heike. Hat mich auch auf jeden Fall ins Nachdenken gebracht. Und es gibt bei mir nicht so den einen Grund oder den einen Impuls, der dieses Gefühl bei mir verursacht, sondern das kann sehr unterschiedlich sein. Ich habe jetzt mal mir ein paar Notizen gemacht, welche Impulse das sein können bei mir. Also eben hatte ich ja sowieso schon angesprochen, dass dieser Kaufimpuls in der Drogerie allgemein bei mir abgenommen hat. Bei der Frage Drogerie oder High-End habe ich das ja schon erläutert. Aber grundsätzlich kann so ein Impuls kann sein, die Verpackung oder wenn es ein besonders innovatives Produkt ist, also etwas Neues, Spannendes, so noch nicht dagewesenes auf dem Markt oder wenn es in mein Beuteschema passt, was zum Beispiel jetzt die Farbe oder die Konsistenz oder das Finish angeht oder wenn es ein Produkt ist, was meine Kreativität anregt, also wenn es etwas ist, was ich sehe und denke mir, ja geil, das würde ich gerne mit dem und dem Lidschatten kombinieren oder mit dem und dem Lippenstift oder den und dem Topcoat würde ich jetzt gerne über meinen Nagellack sowieso geben. Ja, das sind so Impulse, die bei mir das Gefühl auslösen können, Mensch, das Produkt muss ich jetzt haben, muss ich kaufen. Das muss nicht immer alles sein, das kann auch nur ein Impuls sein oder eine Kombination aus zweien. Und ja, aber ich muss sagen, durch meine Aufbrauchen-Challenges und auch durch diese Lessons-Learned-Videos, die ich ja jetzt seit einiger Zeit drehe, bin ich doch auf einem guten Weg, mich nicht mehr so stark von diesen Impulsen dann auch lenken zu lassen. Ja, aber danke, liebe Heike, für deine Frage. Die war sehr, sehr interessant. So, weiter geht es mit Sarah XTBR. Auch danke, dass du mitgemacht hast. Da habe ich mich ebenfalls sehr drüber gefreut. Du hast mich gefragt, wie bist du dazu gekommen, Aufbrauchvideos zu drehen? Und hauptsächlich dazu gekommen bin ich eigentlich durch amerikanische YouTuber. Bei den Amerikanern sind ja diese, ich hoffe, du meinst nicht diesen Beauty-Müll Aufgebraucht-Videos, sondern diese Aufbrauch-Challenge-Videos. Also in Amerika hat dieses Kosmetik aufbrauchen und pflegende Kosmetik aufbrauchen und so ja schon viel früher angefangen. Das ist ja erst im Laufe dieses Jahres so richtig nach Deutschland geschwappt und die Amerikaner waren da einfach schon viel früher dabei. Und ich habe halt einige von diesen amerikanischen YouTubern geguckt, bei denen das einfach schon längere Zeit im Laufen war. Zum Beispiel Amber F., die ja einfach dadurch bekannt geworden ist, dass sie ihre Naked 1 Palette geleert hat und jetzt auch ihre Lorac Pro Palette geleert hat. Und dann habe ich sehr, sehr gerne geschaut Pretty Pistol 86, die auch immer sehr, sehr viel aufbraucht. Und ja, das hat mich einfach irgendwie neugierig gemacht. Das fand ich total faszinierend, wie viel die doch geschafft haben, an dekorativer Kosmetik aufzubrauchen in so kurzer Zeit. Und diese Videos, die ich da gesehen habe, haben mich einfach so wahnsinnig motiviert und dass ich dann irgendwann echt gedacht habe, so, boah geil, das will ich auch mal ausprobieren. Ich will auch mal wissen, schaffe ich das? Kann ich das durchhalten? Und habe mir gedacht, Mensch, vielleicht geht es ja dann anderen von euch auch so. Und habe dann einfach gedacht, okay, versuchst du einfach mal dein Glück. Ich wusste überhaupt nicht, wie das ankommt bei euch, weil es, wie gesagt, eigentlich in Deutschland zu dem Zeitpunkt noch gar nicht so gang und gäbe war, solche Videos zu drehen. Und siehe da, es kam total gut an. Und mittlerweile, ja, bin ich einfach froh, dass ich es gemacht habe. Es hat einfach so viel auch an meiner Einstellung verändert,
zu Kosmetik, zum Kaufen, zum Sammeln, zum Horten und auch eben das Bewusstsein dafür geschärft, wie lange es wirklich dauert, etwas aufzubrauchen. Und ja, das war so der Grund, weswegen ich damit angefangen habe. So, wundert euch bitte nicht, dass ich jetzt komplett anders aussehe. Ich muss kurz etwas reinschneiden hier an dieser Stelle. Und zwar ist mir beim Bearbeiten des Videos aufgefallen, dass ich vergessen habe, eine Frage zu beantworten. Und zwar eben auch von der Sarah XTBR. Sie hat mich nämlich außerdem noch gefragt, ob ich mal eine Schminksammlung drehen könnte. Ja, das kann ich auf jeden Fall einmal machen. Ich habe ja vor ziemlich langer Zeit, also definitiv letztes Jahr, und ich glaube, ich habe sogar vorletztes Jahr damit angefangen, einzelne Kategorien abgefilmt. Also meine Blushes, meine Highlighter, meine Paletten und so weiter, Lippenstifte. Das habe ich schon gemacht, das findest du auf meinem Kanal. Also wenn du einfach allgemein Spaß daran hast, dir da Schminksammlungsvideos anzuschauen, kannst du da gerne mal vorbeigucken. Allerdings möchte ich dazu sagen, dass diese Videos auf gar keinen Fall mehr aktuell sind. Es hat sich seit diesen Videos sehr, sehr viel getan. Sowohl natürlich in dem Sinne, dass einige Sachen einfach dazugekommen sind seitdem. Aber auch viele der Produkte habe ich entweder aufgebraucht oder besitze ich nicht mehr, weil ich sie aussortiert habe, weitergegeben habe, vielleicht sogar verschenkt und verkauft habe. Und deswegen ist eine Schminksammlung auf jeden Fall auch schon auf meiner Liste längere Zeit. Ihr wisst ja, dass ich im September umgezogen bin und jetzt auch einen Schminktisch besitze. Und die Schminkaufbewahrungsecke und dann eben natürlich in Verbindung die Schminksammlung möchte ich euch sehr, sehr gerne zeigen. Es ist aber leider noch nicht fertig. Also ich habe noch keinen Spiegel angebracht an der Wand. Mein Nagellackregal hängt noch nicht. Ich möchte gerne noch eine Alex-Kommode haben, also mit diesen Schubfächern. Und ich habe noch keine Lampen an meinem Spiegel. Und all diese Dinge sind einfach noch nicht passiert. Und ich möchte euch das einfach ungern zeigen, bevor das wirklich fertig ist. Ich kann euch leider zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht sagen, wie lange es dauert, bis ich dann wirklich an diesem Punkt angelangt bin, dass es fertig ist und ich zufrieden bin, weil es einfach auch eine finanzielle Frage ist. Ich muss diese ganzen Dinge noch kaufen und ja, nach dem Umzug und nach ja, der Übernahme zum Beispiel unserer Küche und der Anschaffung anderer Möbel ist die Haushaltskasse jetzt ein bisschen empty. Und deswegen werde ich jetzt nach und nach einfach Geld zur Seite legen. Unter anderem habt ihr das vielleicht auch in meinem Update des Beauty-Budgetbuchs gesehen, dass ich gerne Geld zur Seite legen möchte. Wie sich das genau zusammensetzt und in welcher Form ich das machen möchte, könnt ihr gerne da nachschauen, wenn ihr möchtet. Ihr braucht allerdings viel Geduld, das Video ist ziemlich lange. Und ja, genau, möchte da Geld zur Seite legen, einfach um jetzt mir nach und nach meine Schminkecke wirklich so zu verwirklichen, wie ich das möchte. Also es wird noch eine Weile dauern, aber ich kann dir versprechen, liebe Sarah, dieses Jahr auf jeden Fall. Und ich versuche auch, dass ich es in der ersten Hälfte des Jahres noch hinbekomme. So, dazu habe ich aber auch direkt eine Frage wiederum an euch. Und zwar habe ich jetzt schon viele Schminksammlungsvideos gesehen, auch mit der Schminkaufbewahrung, dass sie ihren Tisch gezeigt haben und so weiter. Und gucke diese Videos selbst auch sehr, sehr gerne. Und mich würde einfach interessieren, ob ihr dazu separate Videos wollt, also einmal nur wirklich so einen Überblick über meine Schminkaufbewahrung, dass ihr einfach seht, wo verstaue ich was und wie. Und dann nochmal ein separates Video bekommt, wo ich dann entweder auf eine einzelne Kategorie eingehe, nach und nach, also dass ihr dann nochmal ein upgedatetes Video zu den Blushes bekommt, ein upgedatetes Video zu den Highlightern. Oder ob ihr dann dieses zweite Video sozusagen
komplett mit allen Sachen, die ich habe, im Detail vorgestellt haben möchtet oder ob ihr sogar ein riesengroßes Video haben wollt, wo ich die Aufbewahrung zeige und auch die Produkte im Detail. Oder eine fünfte Möglichkeit. Ich habe keine Ahnung. Also sagt mir doch bitte, wenn es um Schminkaufbewahrung und Schminksammlung geht, in welcher Form ihr das sehen möchtet. Auch gerne, ob ihr die Produkte, sage ich mal, nur so hochgehalten und gezeigt bekommen wollt oder ob ihr sie tatsächlich meinetwegen in der Schachtel sehen wollt und ich hole die einzelnen Sachen raus und ihr seht mich nicht, sondern eben mit Blick der Kamera auf die Aufbewahrung. Ich hoffe, ihr versteht, was ich meine, weil da bin ich mir auch nicht so sicher. Das machen ganz viele total unterschiedlich. Und in den einen Videos sieht man die Person eben nicht und in den anderen schon. Und ja, ihr würdet mir da wirklich sehr, sehr weiterhelfen, wenn ihr mir da einfach eine Rückmeldung zu dalasst, in welcher Form euch das am besten gefällt. Und da gucke ich einfach mal, wie so die Tendenz ist, was die meisten so mögen. Und dann mache ich das. Okay? Gut. Jetzt geht's weiter mit dem bereits vorher gedrehten Teil. Tschüss! Dann fragt mich die liebe Angel0702, was würdest du tun, wenn du nur noch einen Tag hättest? Und das war auch eine sehr, sehr spannende Frage, liebe Angel. Vielen Dank dafür. Auch da musste ich mir ein paar Gedanken machen. Es war ein bisschen schwierig für mich. Es gibt nicht so viele Menschen, die in meinem Leben einen sehr, sehr hohen Stellenwert haben. Ich bin nicht so der Familienmensch, muss ich sagen, sondern ich fokussiere mich doch dann eher auf meinen Freund und habe auch nur sehr, sehr wenig wirklich gute Freunde. Aber man muss ja dann wirklich jede Sekunde quasi in seinem Leben, also von seinem letzten Lebenstag, sinnvoll nutzen. Und deswegen habe ich mich dazu entschlossen, einfach einen schönen Tag mit meinem Freund zu verbringen, wenn ich jetzt wirklich nur noch einen Tag zu leben hätte. Ich würde mit ihm spazieren gehen, ich würde bei La Osteria etwas Leckeres mit ihm essen gehen und abends auf dem Sofa mit ihm kuscheln, eine Serie oder einen Film gucken. Weil ihr ja eben schon festgestellt habt, ich bin ein Couch-Potato. Und was ich auch auf jeden Fall an diesem Tag noch machen wollen würde, wäre mir ein Tattoo stechen lassen. Denn das möchte ich schon sehr, sehr lange und schiebe das immer vor mich hin, weil ich so eine kleine Schissbutz bin. Aber wenn ich nur noch einen Tag zu leben hätte, dann würde ich das wahrscheinlich dann doch machen. Weil ich bin mir schon sehr, sehr lange darüber klar, was ich genau haben will, aber ich mache es einfach nicht, weil ich zu schissig bin. So, und ich habe auch kurzzeitig darüber nachgedacht, ob ich dann an dem Tag zum Beispiel auch noch heiraten wollen würde, weil das nämlich auch etwas ist in meinem Leben, was ich noch unbedingt gerne machen möchte. Aber dann dachte ich mir auch wieder, nee, ich bin nicht so der Typ, der dann, weiß ich nicht, an seinem letzten Lebenstag dann noch fett Party und 75 Millionen Leute um sich haben wollen würde. Ich bin dann eher so, der sich dann besinnt auf die kleinen Dinge. Und ja, deswegen wäre mein letzter Tag wahrscheinlich nicht so sonderlich spektakulär, bis auf das Tattoo stechen lassen. Und ich würde natürlich auch ganz viel mit der Manuela telefonieren. Aber so wäre wahrscheinlich der letzte Tag in meinem Leben. Ja. Okay, und dann kommen die letzten Fragen von der lieben Flatinchen, von der Jule, die ja das Ganze so ein bisschen auch ins Rollen gebracht hat. Vielen Dank nochmal für deine Anregung und auch, dass du mir ein paar Fragen geschickt hast. Da habe ich mich sehr drüber gefreut. Und zwar hat sie geschrieben, hast du bestimmte Prinzipien? Ja, da habe ich mir auch Gedanken zugemacht und bin auf zwei Prinzipien jetzt erstmal so gelandet. Es gäbe sicherlich noch mehr, aber das sind so zwei, die sehr, sehr wichtig für mich sind. Und zwar zum einen, streiche Leute, die dir nicht gut tun, aus deinem Leben. Radikal. Und dabei ist es wirklich scheißegal, wer das ist.
ob das deine beste Freundin ist, ob das deine Mutter ist, deine Oma, dein Nachbar, dein Chef, egal wer. Wenn das Menschen sind, die dir einfach nicht gut tun, du merkst, die belasten dich, die sind hinterfotzig, du kannst nicht auf die vertrauen, die saugen deine Energie ab oder du kannst dich nicht auf sie verlassen oder die, ne, solche Dinge einfach, dann streich diese Menschen aus deinem Leben radikal. Und da ist es wirklich, wirklich egal, um welchen Menschen es sich handelt. Weil ich bin halt eben, habe ich euch eben erzählt, ich bin nicht so ein Familienmensch. Und wahrscheinlich durch gewisse Erlebnisse in meiner Vergangenheit bin ich eben auch zu so einem etwas radikalen Menschen geworden, was solche Entscheidungen angeht. Aber man kann sich seine Familie nicht aussuchen. Ihr werdet in eure Familie hineingeboren. Und die Menschen, die jetzt eine wunderschöne, zauberhafte, hilfsbereite, liebevolle Familie haben, herzlichen Glückwunsch, meine Lieben. Ich gönne es euch von Herzen und ich bin sehr, sehr neidisch auf euch. Aber es gibt einfach Menschen, die werden in Familien geboren, die nicht gut für sie sind oder wo Familienmitglieder dabei sind, die nicht gut für sie sind. Und nur weil es die Familie ist, finde ich, ist es kein Grund zu sagen, ja, Blut ist dicker als Wasser und wir raufen uns schon irgendwie wieder zusammen und ja, Tante Erna ist halt so. Nein, musst du dir nicht geben. Dein Leben ist einfach viel zu kurz, um deine Zeit, die dir hier auf Erden gegeben wurde, mit Menschen zu verschwenden, die dir nicht gut tun. Oder es kann auch eben deine beste Freundin sein, bei der du jetzt beispielsweise rauskriegst, ne? Die hat dich jetzt hier monatelang irgendwie hintergangen. Ist sehr, 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 sehr schmerzhaft. Und es gibt oder mag Leute geben, die auch sehr, sehr schlimme Dinge, die Menschen tun, sagen, machen, was auch immer, verzeihen können. Aber ich bin einfach der Einstellung oder ich habe das Prinzip in meinem Leben. Ich bin da doch sehr rigoros. Ja. Und das zweite Prinzip hier, du weißt, was ich meine. Oh Gott. Zu meinen Prinzipien zählt außerdem, dass ich gerne auf eigenen Beinen stehen möchte. Natürlich, wenn man noch Jugendlicher ist oder Kind, geht das nicht so gut, das ist klar. Aber als erwachsener Mensch möchte ich gerne auf eigenen Beinen stehen. Ich möchte mir so gut wie es geht kein Geld vom Staat oder von anderen Personen leihen müssen. Und ich bin auch ein Mensch, der nicht so gerne Hilfe annimmt. Das mag nicht unbedingt positiv sein, dass ich so ein kleiner Eigenbrütler bin. Aber hey Leute, ich bin Krebs, ja? Ich bin ein Einsiedelkrebs. Das ist halt manchmal einfach so. Und das sieht man, denke ich mal, bei meinen zwei Prinzipien auch echt ganz stark. Ich möchte nicht vom Staat leben. Ich möchte nicht abhängig sein von meinem Partner, was finanzielle Belange angeht. Und ich möchte einfach ein autonomer, autarkes Lebewesen sein. Und nehme auch wirklich nur im absoluten Notfall Hilfe an und leihe mir auch nur sehr, sehr selten Geld bei Menschen. Und zwar nur bei Menschen, bei denen ich weiß, denen kann ich vertrauen, die wissen, warum ich das jetzt tun muss und wie es gemeint ist. Und ansonsten würde ich wahrscheinlich echt eher irgendwo auf der Bahnhofstoilette Klos schrubben. Nicht, dass das irgendein minderwertiger Job wäre, aber ihr wisst, wie ich das meine. Ja, also ich würde irgendeinen Scheiß einfach machen, um an Geld zu kommen, ehe ich mir jetzt bei irgendwelchen Menschen wirklich Geld leihen muss. Ich mache das sehr, sehr ungerne und auch wirklich nur, wenn es keine andere Möglichkeit für mich gibt. Ja, dann hat sie mich gefragt, was enttäuscht dich an Menschen? Mich enttäuscht an Menschen, wenn ich mich nicht auf sie verlassen kann, wenn Hilfsbereitschaft einseitig ist oder auch zum Beispiel,
ein gewisses Interesse an meiner Person. Also wenn ich sehr viel Interesse und Aufmerksamkeit einer Person entgegenbringe und merke, ich bin der Person aber nicht so wichtig, wie sie mir wichtig ist. Wenn verschiedene Menschen es nicht schaffen, Dinge anzusprechen, die sie stören. Und Unehrlichkeit enttäuscht mich an Menschen. Ja. Und als letztes hat sie mich gefragt, ist dir Geld wichtig? Also Geld ist für mich ein Mittel zum Zweck. Ich brauche Geld zwangsweise, um zu überleben, um meine Wohnung zu bezahlen, um mir Essen zu kaufen, um Klamotten am Leib tragen zu können. Aber mir ist es zum Beispiel überhaupt nicht wichtig, ob ein Mensch viel oder wenig Geld hat. Bei mir zählt der Mensch an sich und sein Charakter. Und ich wäre jetzt auch niemand, wenn ich jetzt viel Geld hätte beispielsweise, der das so nach außen tragen würde, der sich damit profilieren würde. Und ich verurteile auch nicht automatisch jeden Menschen, der wenig Geld oder gar kein Geld hat, weil es kommt auf die individuelle Lebensgeschichte an, wie ist der Mensch in diese Situation gekommen. Das heißt nicht automatisch beispielsweise, ja, hier arbeitslos, ja, bist faul und hockst du zu Hause und so. Nee, also Geld ist für mich etwas, was das Leben einfach leichter macht, wenn man es hat, und Mittel zum Zweck. Ja. So, diesen Teil muss ich jetzt kurz hier zwischen reinschneiden, weil ich hatte schon die Kamera ausgemacht und schau nochmal auf das Bild auf Instagram und sehe, ich habe eine Frage von der Jule unterschlagen. Und zwar hat sie mich gefragt, was ist meine liebste Musik oder meine liebste Musikrichtung? Und die möchte ich natürlich jetzt nicht über Bord schmeißen, sondern auch noch beantworten. Und zwar bin ich ein Mensch. Ich höre eigentlich sehr vielfältige Art von Musik. Ich höre einfach grundsätzlich unseren regionalen Radiosender, der hier läuft. Also 1 Live ist das hier bei uns. Der spielt einfach querbeet, aktuelle Songs und auch so ein bisschen was Älteres aus den 90ern und so. Also so grundsätzlich so Musik aus dem Radio, was aktuell ist und auch noch nicht so ganz so lange her ist, höre ich sehr gerne. Aber ich höre auch sehr gerne Jazzmusik. Ich höre sehr gerne Bands in die Richtung Punkrock, Alternative. Ich höre sehr gerne Popmusik. Ich höre sehr gerne zum Beispiel, um jetzt ein paar Künstler zu nennen, die ich sehr gerne mag. Ich mag sehr gerne Pink. Ich mag gerne Materia, weil ich finde, er hat sehr gute, intelligente Texte als Rapper, was ja nicht so oft vorkommt. Ich mag sehr gerne so Bands, gerade im Bereich Punkrock Alternative, die jetzt nicht so Mainstream sind. Ich mag zum Beispiel gerne 3 Days Grace. Dann kennt man schon Rise Against oder Linkin Park. Ich höre sehr gerne Green Day. Ich mag sehr gerne zum Beispiel Lindsay Stirling. Also ich würde mich als sehr breit gefächerte Musikliebhaberin zählen. Ich mag auch sehr gerne so Rockabilly-Musik, sag ich jetzt mal, aus dieser John Travolta-Dance-Einlagenzeit, ja. Und die einzigen Musikstile, die so gar nicht gehen für mich, sind halt Schlager, mag ich nicht so gerne, außer Karnevalsmusik. Ja, also als Kölnerin keine Karnevalsmusik mögen, ist ja schon halbes Verbrechen. Karnevalsmusik mag ich, aber halt eben keine Schlager. Und Reggae mag ich gar nicht. Reggae macht mich aggressiv, weil ich immer das Gefühl habe, die kommen nicht aus dem Knick mit der Melodie, mit dem Rhythmus. Das ist so.
ich mir so denke, boah, komm jetzt aus dem Knick, ich brauche jetzt hier ein bisschen Schmackes in dem Lied. Ja, das ist so, wir flauen vor uns hin, lass dich treiben. Nee, macht mich aggressiv, geht gar nicht. Was mag ich noch nicht so gerne? Ja, und dann so extreme Musikrichtungen, sowas wie Schranz oder Drum and Bass. Boah, finde ich ganz, ganz furchtbar. Metal geht für mich auch nur so lange, wie ich noch verstehe, was der Sänger singt. Also wenn er noch rauskommt, ist es nicht mehr mein Ding. Aber grundsätzlich gegen Metal habe ich jetzt auch nichts. Also alle so richtig extremen Musikstile sind nicht so mein Ding. Und ansonsten breit gefächert. Ja. Und die Bands, die ich aufgezählt habe, oder die Sänger, Künstler, wie auch immer, mag ich doch sehr, sehr gerne. Ja. Das war's dann. Jetzt geht's weiter mit der Verabschiedung sozusagen von mir. das waren all eure Fragen. Das Video ist jetzt hier auch mal wieder nur über eine Stunde lang. Ich kann mich einfach nicht kurz fassen. Vielleicht liegt es aber auch daran, dass ich einfach schon sehr, sehr lange nicht mehr gedreht habe und deswegen großen Redebedarf habe. Oder ich kann mich einfach nicht kurz fassen. Das könnte es auch sein. Ja, ich hatte sehr, sehr viel Spaß bei diesem Video. Ich hoffe ja auch wenn sich das Ganze mal wieder wie immer etwas in die Länge gezogen hat. Und falls sich aus diesem Video Fragen ergeben sollten, neue Fragen an mich, oder falls ihr meinen Aufruf auf Instagram und Facebook verpasst haben solltet und jetzt dieses Video hier seht und euch denkt, scheiße, ich wollte die schon immer das und das fragen, oder wie auch immer, dann dürft ihr mir sehr gerne hier unter diesem Video eure Fragen hinterlassen. Und die werden dann einfach in einem nächsten Video dieser Art beantwortet. Und ja, das war's an dieser Stelle. Ich danke euch nochmal sehr, sehr herzlich für eure Fragen. Ich habe mich sehr gefreut über die rege Beteiligung. Und ja, habe auf jeden Fall Bock darauf, ein neues Video in dieser Art zu drehen. Ich hoffe ihr auch. Und ja, mit diesen Worten verabschiede ich mich von euch. Und danke euch fürs Zuschauen und freue mich aufs nächste Mal mit euch. Tschüss, macht's gut!